Yo und so, ja, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Supreme. Der Chat ist auch natürlich wieder mit am Start. Wir sind jetzt live gerade mit Ark Supreme. Ich werde es aber zu einer ganz normalen Folge verpacken, deswegen keine Sorge, es wird alles gut gehen. Fängt ihr damit wieder an mit den 5 Bits und so weiter, ne? Ich sag's euch, ich mach es aus. Und Exotic Julian, sei herzlich willkommen. Shiny, lass das. Shiny, aber Dankeschön für den Support, Mann. Vielen lieben herzlichen Dank. Pass auf, wir wollen jetzt loslegen. Ich habe jetzt links kurz die Kommentare. Wie gesagt, danke für alle Kommentare, die ihr überhaupt schreibt. Auch Tipps und so weiter. Alles ist gern gesehen. Jetzt gehen wir ganz kurz, weil wir in der letzten Folge die Spinnen gezähmt haben. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier durch. Ich werde hier auch noch ein bisschen Ordnung machen. Und dann, ja, zuallererst kommen wir zu der Prime-Spinne. Der eine oder andere wartet natürlich darauf. Aber ich habe einen schönen Namen bekommen. Und zwar Erachne. Und dann den Kollegen hier, Kumo. Ich weiß zwar nicht, ob du jetzt gerade hier im Chat drin bist, ne? Aber die Namen wurden jetzt gewählt. Akzeptiert es. Es gibt keine Diskussion. Kumo und Erachne. Auf jeden Fall, pass auf. Ihr dürft sagen, was ihr davon denkt. Ich habe eine neue Mod draufgeknallt. Beziehungsweise sogar zwei. Das werde ich euch jetzt gleich auch zeigen. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier runter. Denn es wurde geschrieben, ich soll eventuell hier bleiben. Und ich soll meine Base oben bauen. Und ich verstehe damit oben. Das hier oben. Deswegen, passt auf. Mit dieser Mod habe ich jetzt was vor. Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit vorhabe. Es wird... Muah! Wir können ja von hier aus eventuell dort drüber eine Brücke bauen. Wie ging das nochmal? Bitte, es ist nicht zu weit weg, ey. Bitte, 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 bitte. Es muss funktionieren. Aber ich glaube, es funktioniert. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt da oben drauf, wa? Oh, es funktioniert! Ach, guck mal, wie geil. Bild. Und sie treffen sich in der Mitte. Noch, guck mal, schön. Ja, aber waren da früher nicht irgendwelche Blätter oder so drauf? Ey, es ist so geil, ne? Guck mal, jetzt können wir einfach hier, weil wir eine XXL-Brücke haben, wusste ich gar nicht, dass es früher so auch eine XXL... Ja, scheißegal. Dass hier eine XXL-Brücke gab, aber, oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Wir heben das nochmal auf. Weil ich glaube, ich habe einen besseren Plan. Deswegen heben wir das hier auf. Zack. Und machen dort eine kleine Hanging Bridge. Weil ich glaube, das sieht wirklich schöner aus. Eigentlich will ich das so gern haben. Hä? Nee, bauen. Yes! Es funktioniert! Guckt euch das mal an. Ist das geil oder was? Hammer. Hammermäßig. Und es sieht sogar perfekter aus als vorher. Guckt euch das an. Ich habe zwar nicht perfekt die Kante getroffen, aber macht man ja in Real Life auch so. Sieht gut aus. Top, top, top. Wooden Hanging Bridge, immer noch eine geile Mod. Immer. Ja. Es funktioniert. Ja, wenn er rüber kann, dann ist alles in Ordnung. Das passt doch hier. Wir haben jetzt etwas gebaut. Wir werden auch heute noch einen Ticken bauen. Wir werden vielleicht das da noch ein bisschen höher ziehen, aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden hier noch das ganze Plateau da drüben, werden wir komplett voll bebauen. Aber zuallererst müssen wir kurz gucken, dass wir uns ganz kurz auch um Prime kümmern, weil Prime Cable läuft ab und so weiter. Deswegen schauen wir ganz kurz mal rein, was es alles so gibt hier. Wir können ja Mantis 280. Sollen wir vorbeischauen? Ich glaube, wir schauen mal vorbei, oder? Pass auf, wir machen mal ganz kurz so, dass wir ganz kurz, wir brauchen Prime Cable und wir brauchen Prime Darts. Das bedeutet, wir müssen ganz kurz Blut holen. Motorsäge habe ich. Wir holen ganz kurz Blut. So, da drüben ist Prime hier. Da. Aber am Anfang immer Restklick. Restklick machen, damit er immer... Oh, ich wollte gerade sagen, die Spinne ist hier. Aber alles gut. Mach mal easy weg hier. Koste ich. So, nicht töten, nicht töten. Mega Neura. Ach, Mann. Psst. Sorry, sollten wir alle in Ruhe lassen hier. Alle in Ruhe lassen. Oh Gott, die Spinne ist gleich tot. Ich habe nicht einen Trank gerade hier. Wir gehen mal ganz kurz nach Haus, ja. Perfekt. Junge, sind wir gut aufgestellt. Hallo. Schwächlinge. So, Prime, Prime, Prime. Geht da drüben. Hier. 300... Nein! Mega Neuro, hör auf jetzt. Verdammte Scheiße. Durchgehend klaut sie mein Blut, ne? Ich hasse diese Dreckigen. Nächste Spinne coming.
Ich habe Blut bekommen. 600 noch was. Let's go. So, pass auf. Das hier will ich halt machen. Pass auf. Zack. So, pass auf. Pass auf. Dann seht ihr, was ich vorhabe. Das habe ich vor. Ganz genau das. So kriegen wir halt viel, viel mehr raus. Aber ich glaube, das sollte genügen. Ich glaube, wir haben echt gut Blut bekommen. Dann auf zum Mantis. Und dann wird ein bisschen gebaut. So, wir sind da. Aber 600 Meter noch? Ich glaube, die befinden sich in der Höhle. Wo befindet sich hier die Höhle? Ich glaube, da oben, war. Das sieht so aus. Irgendwo muss eine Höhle hier sein. Vielleicht gehen wir wirklich andere Seite runter. Die Mantis ist genau unter uns. Das bedeutet, hier ist wirklich eine Höhle. Vielleicht hier runter. Warte, es ist wirklich so. No way! Was? Das kenne ich ja gar nicht. Okay, dann. Let's go. Ach du Heilige. Hä, ich kann nichts mehr machen. Ich bin aus dem Spiel raus. Ich kann nichts mehr machen. Was ist das denn jetzt? Ich habe Alt und Linksklick gedrückt. Was zur Hölle war das? Dann 158 Meter nach dort. Jetzt sag nicht, wir sind in der falschen Höhle. Ne, wir sind richtig. Ja, ja, das sollten wir schaffen. Ach du Heilige. Du gehst nach Hause? Wir machen das zu Fuß. Ich weiß, ansonsten wird Baloo sterben. Ich weiß es. Diese komischen Wolken, die ihr jetzt sehen könnt. Da. Das sind richtig gefährliche Viecher. Die da. Es sind Skelette? Es sind gar keine Aliens. Es sind Tote. Es sind tote Menschen. Da ist die Mantis. Da ist die Mantis. Ist das meine? Ja, sie wird sterben. Wer bist du da oben? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Lauf! Lauf! Und das nächste Gebiet, wie mit den Dodorex. 190 Level? Nein, 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 nein. Das kann jetzt nicht sein, oder? Ich soll Destroy World Dinos machen? Zerstöre sie! Ich hab's gemacht. Es funktioniert gerade gar nichts. Habe ich irgendwas angeklickt? Rejoin mal den Server. Ja, ja, pass auf, wir machen mal ganz kurz was. Wir gehen aber dafür ganz kurz hier rüber, weil ich habe Angst um meinen. Der darf ja nicht sterben. So, pass auf. Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen, ey. Warum bin ich denn da oben? Hi, Suko. Moin, moin. Ich komme. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich wusste gerade nicht, wo ich bin, ey. Das wäre es ja jetzt gewesen. So, pass auf. Drück die Daumen. Drück die Daumen, dass jetzt was Geiles gespawnt ist. Level 270er Giga. Ja, komm. Es ist schon entschieden. Los, komm. Ist egal, was jetzt jemand sagt. Wir holen uns den Prime Giga. Prime Giga ist unsere Mission. Meine Biene. Hallo, Biene. Da ist eine Tylakoleo da oben. Sie wird safe kommen, aber ich bin schneller. Okay, da habe ich nicht erwartet. Die wollten mir wohl einen Weg abschneiden. Da oben ist noch eine. Ha! Das war doch geil, Alter. Junge, mitten in der Luft einfach, mitten in die Fresse reingeschlagen. Schön. Das ist doch ein cooles Gefühl. Er ist im Schneebiom. Ah, okay, 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 okay. So, dann heißt es jetzt Achtung, Achtung. Ja, wir müssen gucken halt, ob wir den Giga vielleicht ja doch ein Mädel noch holen. Ja, es ist ein Male. Dann brauchen wir noch ein Female, weil dann haben wir gute Karten für den Boss dann den nächsten. Aber guck mal, hier ist schon einer. Ist sogar weiblich. Prime-Affe gegen Apex-Affe ist nicht so cool, ne? Ach du Heilige! Alter, ist das schnell? Okay, du bist... Du kannst ruhig herkommen. Dich töte ich. Ah! Bin ich doof? Oh, das sind ja die mit den Handgranaten. Es sind die Toten. Okay, aber alles gut. Kostet.
Ich habe alles unter Kontrolle. Der Giga ist aggro. Okay, alles gut. Komm, Schätzchen, komm her. Komm ruhig, komm. Komm, 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 komm. Warum blutet der? Danke, dass du extra... ja, warte ganz kurz. Bleib da bitte. Ach Mann, ich dachte, der hängt da fest. Schade. Der soll aber herkommen. Der soll herkommen. Das ist jetzt unser hier. So, dann. Zack, zack. Ich lass mal lieber auf neutral. Ich hör kurz Baloo. Baloo, wir beide sind Dream Team, okay? Wir schaffen das. Let's go. Es ist nur ein Giga. Es ist nur ein Giga. Warum ist der Yuti jetzt dann da? Ich glaube, ich werde richtig verkacken hier. Ich glaube, Baloo wird sterben vielleicht. Ah, okay. Erster Schuss gleich daneben. Super. Treffer! Ja, easy. Den kriegen wir. Oh, scheiße. Der ist strong. Ah! Meine Maus war gerade weg. Alles gut, alles gut. Alles unter Kontrolle. Er braucht 1000 Jahre, um nachzuladen. Jetzt sind die... Oh! Ich weiß halt nicht, was für Wölfe das sind. Hallo. Wappala. Nice. Töte sie, friss sie. Zack, Junge. Da! Ich bin auf E gekommen. Ich bin auf E gekommen. Nein. Ich bin auf E gekommen. Es tut mir leid. Scheiße, ich bin aus Versehen auf E gekommen. Warum ist das auch über D? Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich habe Glück in Ark, deswegen wird das schon funktionieren. Hier war das irgendwo, genau hier, hier. Meine Orientierung einfach beste. So, hier und dann nach rechts. Hä, wo bin ich denn? Doch, oder einfach geradeaus weiter. Hä, das war doch das. Ah, ich bin tot. Oh, wer ist das? Wer ist das? Wer war das? Wer war das? Was ist das? Das sind Affen. Was passiert mit mir? Ich kann nichts mehr machen. Was passiert? Alles ist stehen geblieben. Ich versuch was, warte. Hä? Mein Affe lenkt sich auch nach rechts. Da! Warte, das heißt aber, dass ich eventuell nicht dort bin, wo ich bin, sondern weiter zurück. Yeah! Komm her, Affe, komm her. Rappy, runter da. Zack, 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 los, los. Lass das, Herr Flix, nochmal. Okay, psch, 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 psch. Ruhig da, ruhig, 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 ruhig. So, nach Haus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das dieses Fighthawk-Ding da? Was ist das? Ein Primehawk! Ach, wie geil ist das denn? Ich hab ihn nicht erkannt, ey. Ein Primehawk, cool. Ey, aber wo ist der Giga hin? War der Giga nicht 200, der Dings da? Warte, ich guck mal, ist er das auch? Ja, er ist es. Er ist es. Na, hi. Du hast mich vermisst, habe ich gehört. Ja. Ja, ja, komm, 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 komm. Au. Oh, der macht aber Damage, ne? Und dann müssen wir gleich das Mädel noch holen. Runter mit dir. Oh, kacke, er ist schneller. Bam, Junge. Ah. 6 Prime Kibbel. Ja, passt ja perfekt. So. Du. Home. Fress. Alles muss gut gehen. Nach dem ganzen Chaos... sieht voll brutal aus hier.
Wir warten, ja? Psst. Ich bin Spider-Man. Warte, da muss ich aber da drauf. Ich bin die gute Spinne aus der Nachbarschaft. Ich bin Batman. Na, come on. Ja! Wir haben ihn, wir haben ihn. Hallo! Home, 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 home. Bitte, bitte, bitte. Einfach nur nach Haus. Okay, jetzt haben wir aber klitzekleinen Chaos hier. Ey, sogar der Giga passt hier rein. War der Giga nicht größer? Der sieht voll klein aus. Ja, okay, er sieht doch groß aus. Eieiei. Ich weiß noch früher das allererste Mal, wo man Giga begegnet ist. Oh, das war so ein geiler Moment, ey. Boah. Aber okay, wir brauchen jetzt erstmal einen Sattel. Ja, dann haben wir ja das Richtige. Wir brauchen ja noch Mädchen. Wir brauchen Weibchen und wir gehen damit eine Giga-Armee, gehen wir denn auf das Viech drauf. Also auf den Boss dann. Ich glaube, das ist gut so, wenn wir das so machen. Wir gehen jetzt kämpfen. Bis jetzt kann sie es gut sehen lassen. Wir müssen aber mehr trainieren hier gerade ein bisschen. Um zu gucken, was er drauf hat, ja? Weil so können wir ihn nicht halt in den Kampf schicken. Und wir brauchen das Mädel noch. Boah, perfekt. So, dann holen wir jetzt noch ein Weibchen und dann gibt's Kinder. Giga? Ach, da ist sie. 22? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir checken mal die anderen ab, ja? Ich hoffe, die sind besser irgendwie. Eieieiei. Samelie. 406.000. Alter. Ja, ich glaube, den nächsten Boss klatschen wir easy. Gut, das bedeutet jetzt, wir sind sehr weit weg. Wir werden uns jetzt kurz zurück teleportieren und dann gucken halt, dass wir das Mädchen bekommen. 280. Sie ist gerade gespawnt. Wir kommen. Whee. Alter, was ist das denn hier? Eine fette Höhle. Boah, das war cool. Da hätte man sich reinbauen können. Schick, schick, schick. Warte, 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 warte. Weil der wird Energie verlieren. Du musst es durchhalten, Onyx! Ach, jetzt lädt das Raum wieder nach. Er hat doch gerade nach... Nee, ich glaube, die Energie ist halt ein bisschen... Er kann nicht gegenhalten. Aber ist egal, wir können aber trotzdem schießen. Schießen, 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 schießen. Das ist unsere Mission. Onyx wird es überleben. Wir drücken nochmal einen Trank rein. Passt alles, alles gut. 38 Milli, aber ist nicht schlimm. Nehmen wir die 280er. Die ist es. So, hau bitte ab. Geh jetzt bitte. So, jetzt haut's ab. Ich komme. Steuerung ein bisschen mies. Bam, Joa. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Also das ging schneller als beim ersten Mal. Und ein Yuti für noch mehr Damage. Stimmt, der könnte dann hinten brüllen einfach. Und den könnte ich dann einsperren, richtig? Wenn ich einen Yuti einsperre und der bleibt hinten und der schreit dann immer so ein bisschen, dass er geschützt ist, wo der Boss nicht hin kann, dann sind wir gut aufgestellt. Bam, Junge! Das ist ein guter Plan, ey. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. So, du kommst aber leider hier in meine Tasche jetzt rein. Denn wir gehen jetzt ab nach Haus und werden ganz kurz mal ein Kindchen machen, ja? Um zu gucken, ob es funktioniert. Also, wir haben jetzt den Prime Giga männlich und den Prime Giga weiblich. Also, der Stärkere natürlich. Der hier ist für die YouTube-Kommentare. Und das Weibchen hier. Oh, sie ist sogar heller als... Ah, okay, aber er hat die coolere Farbe. Aber das Weibchen ist jetzt für Twitch extra. Also, Twitch darf dafür einen Namen machen und YouTube, da seid ihr gefragt. Ihr dürft einen Namen für den halt wählen. Twitch hat sich entschieden, sie heißt Ocean. Okay, Ocean wurde geboren und jetzt... Ich habe ja zum Glück die Einstellung halt einen Ticken geändert. Deswegen... Paarung aktiviert. Funktioniert es? Ja. Es funktioniert. Das bedeutet jetzt, das Kind wird gemacht. Das Ei ist ja schon draußen. Wait, wollen wir einen kompletten Raum kurz bauen? Ich habe ja gesagt, ich will ja eh bauen. Soll ich das hier reinbauen oder eher da drüben, wo die freie Stelle ist? So, guck mal hier. Jetzt ist das damit schon verbunden. Alter, guck mal an.
ob ich schon in Zukunft gewusst habe, dass ich das so hinbauen werde. Ich wusste es einfach. Wo ist das Ei hin? Da. So, und? Ja, brüten. 31 Minuten, ne? Oh, das nächste Ei ist schon fertig. Ja, auf jeden Fall, ich hab's hochgestellt. Das bedeutet, ab jetzt. Jetzt wird erstmal kurz gebaut. Und dann, ja, gucken halt, ne? Ne, guck mal, es funktioniert nicht. Okay, pass auf. Dann testen wir es ganz kurz mit der Egg-Inkubator. Denn das gibt es halt auch noch. Bam. Jetzt machen wir Egg-Dings, weil ich habe das noch nie ausprobiert hier. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das wirklich noch nie gesehen, ey. Das Ei passt gar nicht da rein. Schaut euch das mal an. Wie soll das Ei da reinpassen? Okay, bin ich mal gespannt hier. Zack, rein damit. Hä? Was ist das? 17, 23, 8, 1, 26? Was bedeutet das? Ah ne, warte mal. Das muss komplett nach rechts sein. Richtig? Hä, das ist ja voll cool. Das wird ja richtig angezeigt. Wie geil ist das denn? Das bedeutet, wenn oben noch 5 Stück drin sind, mit den ganzen, ne, gehen wir dann komplett auf den Boss halt drauf. Wir sind komplett im grünen Bereich. Aktuelle Temperatur zeigt grün an. Alles super. Jetzt machen wir hier. So. Ich würde sogar sagen, dass wir das hier runter machen und mit einer Rampe so runtergehen, weißt du? Ich hätte mal eine Mod draufknallen müssen, wo es größere Foundations gibt. Weil das dauert ja ewig hier. Jetzt aber die Frage, soll ich das so bauen wie da hinten? Oder soll ich das anders bauen? Ach, danke. Vielen Dank. Wir haben weiteres Ei. Oder vielleicht die Kinderzucht so irgendwie, dass wir hier die ganzen Kinders runterbringen. Genau, das hier wird ein Gang rüber. Dass wir ab hier so laufen können. Hinten können wir ruhig zulassen. Ich stelle die aber auch auf Wandern, ne? Ich werde die schön auf Wanderschaft stellen. Ich werde euch das gleich zeigen, was ich geplant habe. Also in meinen Schädel. Ich zeige euch das gleich. So, was ich mir jetzt vorgestellt habe, und zwar von hier, von oben bis unten, machen wir das jetzt so, oder? Damit das so eine Art Knast wird. Spielzimmer. Guck mal, das reicht doch von der Plattform hier, oder? So insgesamt hier. Das reicht doch. Bam, guck mal, quadratisch praktisch gut. Ich glaube, hier nehmen wir auch nochmal eine Reihe weg. Hier eine Reihe weg, damit das noch ein Ticken, damit sie wirklich mehr Platz haben. Machen wir den Eingang hier vorn. So, guck hier, das hier habe ich geplant hier. Damit die nicht raus können. Würde aber sagen, aus verschiedenen Wänden zu bauen, damit nicht alles gleich ausschaut. Guckt euch das an, alles ist fertig. 4 Stück sind fertig. 4 Stück. Okay, pass auf. Das lassen wir noch drin. Jetzt heißt es ganz kurz rüber da und kurz alles fertig bauen. Ich würde sagen, die Ecken. Die Ecken bekommen erstmal das hier so. Also ich hätte jetzt gesagt, wir bauen das so, damit wir hier so ein bisschen halt haben. Das da hinten Marie auch noch weg. Und so, damit es halt wirklich nicht komplett gleich ausschaut. So, das Käfig ist vollendet. Aber noch nicht ganz. Ich werde auch noch ein Dach und so machen. Das muss ja schön ausschauen, ne? Ja, den Käfig, ich hab's verstanden. Bauen jetzt das da rein. Und wir haben eine Tür jetzt fertig. So. Somit ist das gemacht und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Dach. Aber ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ich das sogar noch einen Ticken höher baue, damit es halt cooler ausschaut, weil ich weiß ja nicht, was halt alles noch in Zukunft auf uns zukommt, so. Deswegen halt, weil mit den Ferox und so werde ich auch noch Kinder machen. Also die Dinos mit denen und so, weißt du? Und ab hier beginnen wir jetzt so zu bauen. Zack, zack, weil es soll ja schön ausschauen, ja? Und dann so. Und dann machen wir immer so weiter, weil ich glaube aber, wir brauchen halt... Ach, guck mal, ich kann es doch bauen. Ui, schön. Ey, da sind wir gleich fertig hier. Dann können die Gigas raus. Wir sind fertig damit. Vielleicht, ey, ich glaube, ich baue das sogar ganz zu. Vielleicht so, ich bin mir noch am Überlegen halt so. Aber das hier ist das. Die Gigas kommen auch noch raus. Aber zuallererst kommen die Kinder. Ey, das sieht cool aus, oder? Also, ich bin echt zufrieden damit. Das hat was. Und wie gesagt, John, danke für die Hilfe. Das, so sieht es wirklich besser aus, anstatt man nur aus einer Wand macht. So, Gigas, kommt her, meine Kinders. So, wie steht's um euch? Okay, es sind noch nicht alle fertig. Wir warten noch, bis der oben in der Mitte fertig ist. Dann pass auf, dann machen wir das so, dass ich jetzt alles mitnehme. Das braucht ja Strom, richtig? Das braucht Strom. Dann werde ich jetzt alles abbauen und alles da hinten hin verpflanzen, richtig? Richtig. Okay, das bedeutet jetzt alle Eier. Ich werde es jetzt nach und nach aufbrechen.
Ich hoffe, es wird wirklich funktionieren. Boah, hier, aber ins Inventar reinzukommen ist... Ja. Ei öffnen. Nein! Er hat einen Buckel! Warum hat er einen Buckel? Was ist denn mit dem schiefgelaufen? Warum hat er? Oder steht er gerade nur schlecht? Ei, Kika! Moin! Komm her, komm, 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 bisschen weg da. Schön, schön, bleib da. Cool, wir brechen jetzt alle auf hier. Zwillinge? Nach. Ach, guck mal, der sieht ja aus wie der Vater. Aber wir haben noch keine Mutation, richtig? Aber ich glaube, das würde man sehen. Ach komm. Wir haben 6 Eier geöffnet. Das bedeutet, 6 Kinder sollten da sein. 1, 2, 3, 4, 7. Wir haben einmal Zwillinge bekommen. Haben wir eine Mutation? Sehen alle gleich aus. Warum hat er keine 100%? Was macht die Nanny denn? Hä? Warum kümmert sich die Nanny nicht darum? Jetzt muss ich das machen? Oh. Oh. Normales Kibbel. Major Berries. Ja, ich dachte, das macht die Nanny. Warum soll ich das machen? Ja gut, dann kümmere ich mich um die Kinder. Was willst du? Spazieren gehen? Gibt's nicht. Alter, das nenne ich eine Giga-Armee. Holy moly. Habe ich gut gemacht oder habe ich gut gemacht? Es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, hier zu bleiben. Es war wirklich eine gute Entscheidung. Holy moly. Das kann was werden. Nächste Folge, sag's euch, das sind nicht die einzigen Gigas, die noch kommen werden. Es werden noch viel, viel mehr kommen. Ich glaube, die Eltern lassen sie auch erstmal da drin. So sind sie erstmal in Sicherheit, weißt du? Ich werde jetzt 2 Stück benennen oder so weiter. Oder 3 Stück. Aber ich sag, wer mir jetzt geholfen hat. Pass auf, wer hat mir jetzt alles geholfen? Der kriegt jetzt einen Namen. Der darf jetzt einen benennen. Baby Tuketsu. Ich glaube, das wird auch meiner sein, auf den ich reiten werde. Weil der ist besser als der Vater. Übersetzt eiskalt. Ja, perfekt. Komm, weil es auch die ganze Zeit da steht. Diamond auf jeden Fall. Ey, dann sind wir aber gut vorangekommen, ey. Also das ist verdammt nice. Wir brauchen aber noch ein bisschen Licht drin, weil guck mal, es wird gerade dunkel. Und das wird krass. Das wird krass nächste Folge. Ich finde, das ist keine angerechte Erhaltung hier. Arikada. Da unten ist Wasser. Willst du da runter? Soll ich dich ertrinken? Ich glaube eher weniger. Artgerechte Haltung ist das. Ist wie im Zoo ist das. Artgerecht. Siehst du doch, die fühlen sich doch wohl. Die reißen sich nur die Haare und so raus. Artgerecht. Ja, aber das war's erstmal von der weiteren Folge Ark Supreme. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich denke mal, Chat hat es auch auf jeden Fall gefallen. Bei YouTube auf jeden Fall. Nächste Folge wird's richtig spannend. Schaltet auf jeden Fall ein. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder natürlich auch ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye.